Ah, es fehlen Arbeiter, ne? Okay, es fehlt ein Arbeiter. Dann holen wir den Jäger mal zurück. Und upgraden. Wollte ja einen Bayernwitz machen, kam aber nicht an, weil Dortmund im Weg stand. Über Krankheit macht man halt keine Witze, oder wie war das? Uiuiuiuiui. Topaz? Was ist denn Topaz? Ein orangefarbenes Mineral, das im Licht Gold schimmert. Es sieht aus, als hätte jemand Feuer dort durch Zauberei eingesperrt. Es ist zweifelsohne wertvoll. Zweifelsohne, nicht Sohne. Beutepreis. Oh, okay. Okay. Oh, schwierig. So, Stufe. Flachsgewebe können wir machen. Wildschweinleder können wir machen. Robuste Bogensehne können wir machen. Rüstung, Nahkampfrüstung. Okay, da brauchen wir die Stahlbarung für. Dafür brauchen wir erstmal Kohle. Und für Kohle brauchen wir erstmal Stufe 3. Und für Stufe 3 brauchen wir diesen scheiß Diamanten. Wir brauchen diesen verkackten Diamanten. Okay, wir räumen hier ein bisschen was aus. Das nicht da rein. Was ist da frei? Ach so, okay. Nicht. Okay. Good business to you. Mein Angebot. Wir verkaufen. Hier kommen. Kauf mal dreimal Schilf hier. Hier, den kannst du auch haben. Den kannst du haben. Den kannst du auch haben. Die Heizkette. Ab der private Anfrage über den Kanalserver war ich drin. Alles klar. Okay, kann mir bitte jemand sagen, was Dragon's Dogma 2? Hab mir gerade einen Trailer angeschaut. Hier brauche ich keinen Plan, noch nicht geguckt. Aber dafür kommen Bayern jetzt ganz viele Sitzplätze. Schulen und Kitas, dann kann wenigstens nicht in der Öffentlichkeit gedübelt werden. Oha, der Trailer hat mich ja voll abgeholt. Auf deinem Discord? Nee, ich wusste gar nicht, dass du einen Discord hast. Denn hier draußen? Bärenfell? Da muss ich ganz kurz gucken, ob wir das schon drin haben da drüben. Rehfleisch, Rehfleisch, wie viel Salz haben wir auf Tasche? Okay. Machen wir das. Der war gute Qualität hier, ne? Aber das ging ja, glaube ich, nicht, ne? Nee, das war für Dings, okay. Der ist hier. Ist das nicht der gleiche? Die kommt da hinten mit rein. Da schauen wir mal. Das kommt beim Futter mit rein. Einwellbalsam, Salbeibalsam und Wolfsbärenbalsam. Energie in einer Zeitspanne von. Okay, das behalten wir mal. Das behalten wir auch mal. Das nutzen wir gleich. Die behalten wir. Das kommt weg. Das behalten wir.
Dann machen wir die nächste Quest. Irgendwo müssen wir ja diesen scheiß Diamanten mal kriegen. Sandstein hat man noch keinen. Ah, Sandstein müssen wir vorne reinpacken, okay. Wolfsfell, das war Bärenfell, hatten wir da noch nicht so drin. Okay, dann kann der hier bleiben. Setzen wir die mal um, so. Der darin. Hä, aber Eggy war doch nicht mal richtig. Warst du nicht mal bei. Wie heißen sie? Wie hieß denn der Fanclub von Bayern, Eggy? Helf mir mal auf die Sprünge. Flo, du musst doch das andere Game von Larry spielen. Meinst du ja? Aber. Oder du sparst Punkte, Teebeutel. Na gut, sag gute Nacht und bis morgen. Dir noch einen schönen Stream. Danke, Sachse. Vielen lieben Dank nochmal für deine Raid. Danke, danke, danke. Sandstein, das kommt hier vorne noch rein und dann können wir schlafen gehen und wieder los. Was liegt denn hier auf dem Boden rum? Liegt einfach Lachs auf dem Boden rum. Kein Plan, wie irgendwas von Bayern heißt. Nö, dafür geb ich immer zu gerne hier welche aus. Okay. Ja, aber geplant ist es auf jeden Fall irgendwann mal einen anderen Teil von Larry noch zu spielen. Ja, ja, doch. Okay, das müsste mal. Oder? Ne, brauchen wir jetzt noch nicht. Wir warten lieber. So, da unten. Wir könnten aber auch mal hier hin. Ja, habe ich gesehen, dass Passi gestern da war bei dir. On fire. Hm. Nächstes Mal, wenn du streamst, trittst du deine Leute, die in deinem Stream drin sind, mal ein bisschen auf den Fuß. Lass uns mal Hallo schreiben. Aber ich kenn's ja selber, wenn man raidet. Wenn man mit 18 Leuten raidet beispielsweise, dann ist meistens Eggy und auch nochmal ein, zwei vielleicht. Es ist aber bei jedem Raid fast so. Aber es gab auch schon mal Raids, da kommen 6 Leute und da schreiben auch 6 Leute. Es gibt solche und solche, ist immer unterschiedlich. Ich schreibe ja auch nicht überall rein. Du Flo, komm mal ganz nah an die Cam. Ich weiß nicht. Der will sich doch wie ein Ferkelfoto knipsen hier. Young man, you don't look like one of ours, nor do you resemble any of those Hounsons. Oh nein. Das ist okay. Warte mal. Ruf da jetzt. Geh wieder weg.
Good, very good. Who are you then, and what are you looking for here? So, gib mir einen Moment. Alles klar. They call me Robin Hood, and I'm certainly not looking for a fight with the good people of Sherwood. That Robin Hood, I've heard of you. I'm Ella. I speak for the village elders. Good to meet you, Ella. You all seem rather nervous. Is it because of those De Greys? Partly. One of their lords, Elof, or what's his name, since he got a little power, he started to tighten our belts. Du willst dir nur Schweinenasen dran machen. He could use tightening of his own. Exactly. Everything we'd kept in our granaries and stores, he stole and put in his warehouse. Surprising he didn't eat through it all. Our people suffer pangs of hunger, Robin. I don't even have anyone to send on a recovery mission. They can barely work. This is no way to live. If I dispose of the guards, will you manage to send someone to take over the food and safely stash it? Yes, yes, Robin. Will you do it for us? The entire village is going to be in your debt. Maybe then we'll have just enough strength to see each other through winter. You'll have the strength, I assure you. I'll come back when the path is clear and the warehouse door open. Ach Gottchen, der alte Gutmensch. Könnt ihr kotzen, ne? Besiege die Lagerhauswächter. Wo sind sie denn? Da oben. Ja, kein Ding. Wir versuchen mal ein bisschen mit dem Bogen, wenn es geht. Okay, warte mal. Okay, da oben ist ein neuer Punkt. Warte. Wir nehmen mal mit den Punkt. Es gab aber auch tatsächlich noch nicht ein einziges Update, ne, nachdem das rauskam. Ich glaube, es war nicht ein Update. Der Punkt. Oh. Die gehört doch noch gar nicht dazu. Hey, keine Schliche. Aber hallo. Hey. Warum geht der nicht mehr zurück jetzt? Hat der da gerade wirklich am Grashalm gehangen? Hallo Dean, grüß dich. Zap, zap. Okay, die haben jetzt nicht so viel Schaden gemacht, ne? Also das haben sie jetzt nicht. So. Und das waren aber nicht mal die, die wir machen sollten. Na, wie war dein Montag, obwohl es Dienstag ist? Oh, der Montag auf den Dienstag frag ich ganz nett. Schule hat wieder angefangen. Den ganzen Vormittag Nacht durch die Wohnung gerannt, hab nackt Videos geschnitten. Ja, wie war deiner, Dean? Wir haben 22.
Boah. Lauf doch weg, ey! Ey, jetzt steht er hier wieder wie angewurzelt, ne? Junge! Eieieiei. Kann ich bestätigen, so viel OF-Content für heute gab es lange nicht mehr. Ne? Wenn keine Schule gibt's immer en masse. Nice, sag mal kurz. WhatsApp? Hast du mir bei WhatsApp geschrieben oder soll ich dir was bei WhatsApp schicken? Okay, er hat mir was geschickt. Pjuf, du hast zu viel beim Inder gegessen oder den Inder selbst. Okay, wird direkt mal nachher in die Story geladen. Big Big, wa? Sicherlich. Hat er zwei Fotos geschickt, auf eins passt es nicht. Mein Fake-Montag war Schmutz. Warum war dein Fake-Montag Schmutz? Und GG zur Dreier-Serie. Achte auf die Glöckner, die das ganze Lager auf einen Anwesenden aufmerksam machen. Wenn du von ihnen entdeckt wirst, versuche ihn zu töten, bevor er die Glocke erreicht. Die Camps haben Sicherheitsmerkmale in Form von aus dem Boden herausziehbaren Spikes. Sie schützt die Siedler vor den Eindringlingen für Besucher. Du kannst diese Waffen gegen deinen Unterdrücker einsetzen. Wenn du deine Widersacher auf die Stachel stehen siehst, schieße mit dem Bogen auf dem Abschussarm, der sich immer in der Nähe des Eingangstors befindet. Die ausfahrenden Stacheln können massiven Schaden anrichten. Der Abschussarm kann nach ein paar Sekunden wieder aktiviert werden. Ballisten, die eine defensive Funktion haben, können für den gegenteiligen Zweck eingesetzt werden. Zielen Sie auf eine Gruppe von Feinden und fügen Sie ihnen tödlichen Schaden zu. Denken Sie daran, dass Sie nur einen Schuss zur Verfügung haben, also treffen Sie genau. Uff. Ich sehe da ein Emote. Man kann es versuchen, ja. Schick mir das mal ohne Text. Man kann es versuchen, aber es kann auch sein, dass man es gar nicht erkennt. Oha, ich weiß nicht, ob das hier, guck mal, da sind jetzt vier Schützen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hinkriege mit meinem Level, ne? Schon. Weiß ich nicht. Die kommen halt auch nicht weiter hierher, ne? Und dass sie halt weglaufen, ist auch ganz großer Schmutz. Ein Kokaninchen, grüß dich. Okay, der ist weg. Jetzt rennt er wieder nicht. Also das ist ja so ganz schrecklich ist das. Schrecklich. Ich hab hier auch noch keinen gesehen mit der Dings. Ich will nicht wissen, wie viel da drin sind. Guck mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sehe mindestens 6. Mir geht es sogar ganz gut, Koka. Ich hoffe, dir auch. Also ich sehe mindestens 6, die da drin rumlungern. Ich muss gucken, dass ich die irgendwie rauslocke. Ja. Hey, Amy, Junge! Oder auf diesen Nagelbrett-Moped-Kack-Ding. Bin immer in meiner alten Hut. Wo ist denn deine alte Hut? So, Wasser, sonst hätte ich gerade fast falsch gemacht. Der kann trotzdem angreifen, ey. Das ist furchtbar. Du gibst den Stich und der greift trotzdem an. Das ist ja ganz ekelhaft, mein Freund. Ich glaube, hierfür bin ich einfach zu unvorbereitet. Das ist das Tor. Was ist? Fire at will. Alter. Schönes. Können wir hier pennen? Da drin ist nichts. Hier liegt was. Da hinten liegt was. Ob die uns so reinlassen? Wenn wir ganz lieb fragen, klopfen? Auf den Laden! Okay, warte mal, ich sehe da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehe ich jetzt sogar da drin. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Also wir versuchen es auf jeden Fall. Für nächstes Mal weiß ich es dann. Sind wir auch vorbereitet.